Der Ballon d'Or für Lionel Messi zum 7. Mal bereits. Mit der Auszeichnung 2021 gilt er erneut als bester Spieler der Welt. Der goldene Fußball wird seit Jahrzehnten von der französischen Fachzeitschrift France Football vergeben. Der Argentinier vom Verein Paris Saint-Germain verwies damit Robert Lewandowski vom FC Bayern München auf Platz 2. Dabei hatte der doch eine geradezu spektakuläre Rekordsaison mit 41 Treffern gespielt. Schon mehrfach hielt Messi die Trophäe in den Händen, in den Jahren 2009 bis 12, 2015 und 19. Ein unbezwingbarer Rekord? Messi auf der Pressekonferenz nach der Show in Paris. Bueno, no sé si se superará o no, siempre hay alguien que rompe los récords, ¿no? Y para eso está. Ich weiß nicht, ob der Rekord schlagbar ist, aber es gibt doch immer jemanden, der das schafft. Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was nun erreicht ist. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich den Preis hier in Paris erneut gewonnen habe. Was Lewandowski angeht und Salah, da habe ich schon gesagt, dass es jedes Jahr viele Möglichkeiten gibt, sich als Fußballer zu zeigen. Ich denke, sie haben über Jahre auf einem spektakulär hohen Level gespielt und sie sind unter den Besten. Sie werden sicher im kommenden Jahr dabei sein. Der Ballon d'Or der Fußballerinnen ging an Alexia Putellas. Die Stürmerin hatte den FC Barcelona zum Champions League-Titel geführt.